Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade beim Bahnhof und fahren gleich in einer halben Stunde irgendwo hin. Also auf jeden Fall wollen wir nach Rathenow und dann gucken, ob wir von Rathenow dann nach Berlin fahren oder ob wir in Rathenow bleiben. Der Bahnhof ist hier gerade so schön leer. Sieht man auch nicht jeden Tag, seitdem es den 9-Euro-Ticket gibt. Also wir sind jetzt in Berlin angekommen und ich weiß einfach nicht, wo wir jetzt genau hingehen müssen. Ich bin in Berlin angekommen, ich hoffe, man hat mich auch vorhin gehört, weil hier ist es extrem laut. Und was wir jetzt als erstes machen, ist die Toiletten zu suchen und danach gucken, wo wir hingehen. Wir sind endlich aus dem Bahnhof raus. Nach, ich glaube, so 20 Minuten waren wir da drinnen. Weil da so viel los war, mussten wir warten bei der Toilette. Und jetzt gucken wir gleich, wo wir hingehen und nehmen euch natürlich mit. Wir müssen jetzt über diese Brücke gehen. Und da ist der Bahnhof. Wollen wir auch fahren? Also ich will gucken zum Brandenburger Tor hin und dann gucken, wo noch sonst. Und von hier aus sieht man auch den Fernsehturm. Hier ist das Bundeskanzleramt. Also ich habe gerade eben was gegessen. Ich gucke gerade auf Google Maps, wo wir gerade sind. Und hier hinter mir, das habt ihr schon gerade eben gesehen, ganz kurz. Hier sieht es auch schön aus. Also Da ist die ganze Zeit Wasserspiel, aber ich glaube, das ist jetzt gerade aus. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. So, jetzt gucken wir, was ich hier entdeckt habe. Ich habe einfach keine Worte dafür. So, Foto gemacht. Nein, Video. So, wir wollen jetzt mal zum sowjetischen Ehrenmal hingehen. Das soll nämlich irgendwo geradeaus sein. Da sieht man auch noch mal den Fernsehturm, soll das jetzt mal nicht sein. Und hier ist das Reichstagsgebäude. So, und hier gehen wir gleich rein. Also wer möchte, ihr könnt euch das gerne durchlesen. Ich lese das jetzt alles nicht vor. So, ich dachte, es ist zu. Ich dachte, wir müssen da rein, aber hier ist offen. Ach, zum Glück ist hier nicht verboten zu filmen und Fotos zu machen. Da steht ein Panzer. Aber wir kommen, glaube ich, gerade von hinten rein. Aber wir gucken uns das gleich alles nochmal vom Nahen an und durch zusammen. Achso, und Leute, ich bin das erste Mal jetzt überhaupt in Berlin. Also ich war noch nie hier, außer ein einziges Mal als Kind. Da bin ich mal mitgefahren zum Flughafen, um, ich glaube, meine Oma abzuholen. Wer möchte, kann das gerne von euch sich das durchlesen. Ich werde das jetzt nicht vorlesen. Ich kann das zwar vorlesen, aber das werde ich jetzt nicht vorlesen. Ich würde sagen, wir gehen einmal so rum. Und so sieht das Ganze hier von vorne aus. Sie macht auch Foto. Hier sind sogar zwei Panzer. Hier sind sogar rote Blumen, das sieht voll schön aus. Hier steht die Räume Sowjetskiego Союза. Und da ist noch sowas. Ja, aber ich denke mal, bestimmt ein bisschen was anderes steht hier. Ich lese mir das jetzt nicht durch. Hier hat sogar jemand Blumen hingelegt. Da lagen auch Blumen. Ja, stimmt.
Leute, geradeaus, da ist auch schon das Brandenburger Tor und da gehen wir jetzt auch zusammen hin. Oh, ist voll warm geworden. Die Sonne scheint gerade. Touristeninformation, Reichstag, Restaurant, Biergarten und WC. Okay, aber wir gehen geradeaus. Und hier das Brandenburger Tor. Und Leute, wir gehen gleich nach rechts und da ist ein Park und dann gehen wir mal ein bisschen spazieren und gucken uns den uns an. Ich hoffe, dass der schön ist. Aber ich denke mal schon, dass er schön sein wird. Ein großer Tiergarten Berlin, so heißt der Park. Wir stehen gerade hier. Und so groß ist der, aber ich denke mal nicht, dass wir hier alles schaffen anzugucken. Hier ist so eine Statue, ich weiß aber nicht, wie die heißt. Leute, da ist etwas. Da sind Steine. Und da, das sieht man gerade nicht so gut wegen dem Baum. Der verdeckt gerade hier alles. Boah, das ist hier so wie in so einem Wald, sage ich mal so. Ist alles schön voll mit Bäumen. Warte, ich kann das ranzoomen. So. Boah, ich glaube, da gehen wir jetzt nicht extra hin. Wir gehen weiter geradeaus. Also den ganzen Park werden wir, glaube ich, auf jeden Fall nicht schaffen anzugucken, weil laut der Karte ist der extrem groß und so viel Zeit haben wir auch nicht. Nein, das ist alles bekritzelt. Jetzt hätte ich euch zeigen können, was das genau da ist, was ich euch eben gezeigt habe. Ich weiß nicht, wie das heißt. Hier steht nichts dran gerade. Aber dahinter ist ein kleiner Teich. Und hier sind auch sehr viele, die auch Fotos machen. Und ich glaube, ich habe schon einige gesehen, die auch Videos gemacht haben. Das ist ein Beethoven irgendwas Denkmal. Ich konnte das euch auch gerade nicht zeigen, weil da welche sind. Bei diesem, bei dieser Tafel, wo da steht. Und hier ist der Teich. Ich weiß echt nicht, wo wir hin sollen, wo wir lang gehen sollen. Wohin? Okay, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie da irgendwo rauskommen oder so, aber werden wir gleich sehen. Statue, da müssen wir hin. Ja, da können wir gleich hingehen. So, wir sind jetzt gerade in der Mitte. Dieser rote Punkt, da sind wir. Ja, so in der Mitte ungefähr sind wir gerade. Schon wieder macht sie Fotos. Sie macht die ganze Zeit hier bei Fotos. Normalerweise macht sie sonst keine Fotos, aber hier in Berlin auf jeden Fall macht sie welche. Gehört du das zu der Stadt oder zu dem? Ja, keine Ahnung. Weil ich möchte. Ah, da ist noch ein. Lass uns zum Kreis gehen. Ja, lass dann nach links. Hier sind sie bei solche Statuen. Ja, ich sage jetzt Statuen einfach. Da ist auch einer. Und da. Die Frau ist mit drauf. Da ist auch was. Also überall hier diesen Kreis entlang. Was? Nicht schlimmer als gleich. Und das hier sind diese Tiere, die ich euch eben gezeigt habe. Also wie gesagt, ich lese das alles euch nicht durch. Also vor. Wenn jemand das durchlesen will, dann müsst ihr auf Pause drücken. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht hier lang. Wir sind hier auf einer kleinen Brücke gerade. Und hier ist Wasser, hier ist irgendein Fluss. Also hier ist schön viel Natur. Ich hoffe, bei diesem Park hier. Ist das schon der Tierpark oder wie? Wo müssen wir gleich lang? Kannst du gucken auf Google Maps? Auf der Karte? Nicht, dass wir irgendwo hingehen und dann müssen wir zurückgehen. Deswegen, um nicht unnötige Zeit zu verlieren. Dieser Fluss, den ich euch eben gezeigt habe, der heißt Tiergartengewässer. Habe ich gerade auf der Karte gefunden. Also gesehen. Und nein, Leute, das ist nicht der Tierpark. Ich habe mich geirrt. Der ist noch ein großes Stückchen weiter weg.
Bitte die Tür wegen Kaninchenklage geschlossen halten. Hier sind Blumen. Das wäre was für meine Tante. Und wir gehen hier wieder raus. Hier gibt es nichts Großartiges, außer nur diese Blumen da. Und hier ist wieder so ein kleiner Fluss oder Teich, was auch immer das sein soll. Vielleicht ist es immer noch dieser Tiergarten, irgendwas. Ich habe den Namen vergessen, Leute. Aber hier ist etwas. Königin Luise Denkmal. Ich glaube, ich habe das Denkmal noch nicht mal gezeigt. Da steht dahinter, das sieht man jetzt aber nicht. Von hier, wo wir jetzt gerade sind, müssen wir so ungefähr eine halbe Stunde gehen bis zum Bahnhof. Also wir haben uns langsam schon mal auf den Weg gemacht Richtung Bahnhof. Es ist zwar jetzt gleich, wie spät? 16 Uhr, 18 Uhr fährt, glaube ich, der Zug. 18? Warte, 18. Ja, 18 Uhr fährt der Zug. Aber wir wollen schon mal langsam so Richtung Bahnhof gehen. Vielleicht sehen wir noch irgendwie auf dem Weg irgendwas Interessantes, wo wir auch nochmal stehen bleiben oder sonst irgendwas. Nach links? Ich glaube nach rechts, ich muss mal kurz gucken. Ob ihr das sehen könnt? Bisschen so. Geht so. Bei mir ist ein Schutz auf die Kamera hinten drauf, deswegen ist die Qualität leider so schlecht. Hier ist eine Wildblumenwiese. Und so sieht das hier aus. Würde dieses Schild hier nicht dran sein, würde man sich denken, ja, warum ist hier das nicht gemäht? Aber hier sonst den ganzen Park überall ist die Wiese gemäht, aber hier nicht. Ja, somit weiß man wenigstens, warum. Für die ganzen Bienen. Bis zum Bahnhof müssen wir noch ein Kilometer ungefähr gehen. Hier schon wieder dieser Fluss. Das ist immer noch derselbe. Ich habe den Namen, weißt du noch den Namen? Nein. Ich habe den Namen einfach mal vergessen, Mann. Bahnhof, okay, dann müssen wir da lang. Tiergarten, ja, aber ich weiß nicht mehr was genau. So, dann müssen wir, glaube ich, noch über die Straße und dann wieder in den Park rein. Wenn ich mich nicht irre, kann man da, glaube ich, durchgehen. Wir nähern uns jetzt schon wieder dem Brandenburger Tor, aber wir gehen gleich hier links über die Straße und da ist dann schon wieder dieser sowjetische Ehrenmal und da gehen wir irgendwo gleich lang. Und der Zug hierher nach Berlin, der war auch überfüllt, kann man sagen, weil ich hatte keinen Sitzplatz, ich musste eine Stunde stehen in der Zug nach Rathenow. Da hatten wir das Glück, da konnten wir sitzen. Aber nach Berlin, da war schon kein Platz mehr. Und hier sind wir schon wieder bei dem Eingang, wo wir am Anfang waren. Leute, wir sind jetzt bei dem Wasserspiel hier. Das habe ich euch ja noch nicht gezeigt gehabt. Jetzt gehen wir hier lang und das kann ich euch alles zeigen. Ich weiß, Leute, der Wind ist nervig, aber ich kann nichts dafür, ich kann nichts daran ändern. Wir sind jetzt schon in der Nähe vom Bahnhof. Wir sind vorhin da über eine Brücke gegangen und diesmal wollen wir mal gucken über die größere. Ich denke mal, da müssen wir auch zum Bahnhof danach kommen. Also wir stehen jetzt gerade auf der Brücke. Und ja, da kommen wir zum Bahnhof.
So, wir sind jetzt beim Bahnhof und gehen jetzt rein. Also jetzt mal über die Straße und danach gehen wir rein. Wir befinden uns gerade beim Bahnhof bei einem Abteil, sage ich mal so, wo es recht leer ist. So, wir gucken mal zusammen an, was hier ist. Ach, hier gibt es nur zwei Gleise, glaube ich, oder so. Aber das ist was anderes. Das sind nicht diese normalen Züge. Das sind die hier allgemein in Berlin rumfahren. Wir sind schon beim Gleis und müssen jetzt eigentlich nur noch warten. Wir haben auch gerade schon was gegessen. Wir waren nämlich eben kurz bei McDonald's und haben da uns was gekauft, was gegessen, und dann sind wir jetzt beim Gleis. So, da oben fahren auch Züge, aber wir müssen gleich runter. Das habe ich jetzt erst gesehen. Abonnieren und Like darstellen.